Hallo ihr Lieben, heute wieder eine neue Runde Minecraft. Leider ist mir mein OBS-Aufnahmeprogramm abgeschmiert. So massiv, dass ich keine Aufnahme wieder hingekriegt habe. Deswegen hat es jetzt so lange gedauert. Ich habe ja auch nicht immer Zeit, gehe auch arbeiten. Der kleine Butterfinger freut sich, dass es vielleicht jetzt wieder geht. Wir hoffen es mal. Alles neu installiert und so weiter. Ich hatte in der Folge, wo ich dachte, ich kann die verwenden, das Dach fertig gemacht und die Tür gesetzt. Hier habe ich einen Schmiedetisch, hier habe ich einen Schleifstein. Daraus resultieren dann die zwei Schmiede, einmal ein Grobschmied und einmal ein Waffenschmied. Ja, man kann hier mit denen handeln. Man sieht es hier schon. Der hat etwas Erfahrung, weil ich habe mit dem dieses Schwert gehandelt, was ihr jetzt hier seht. Ne? Habe also den Bauern Sachen verkauft, den da Weizen und so weiter, ne? Was wir haben. Läuft die Aufnahme? Ja, läuft noch. Hoffentlich drückt mir die Daumen, dass es klappt. Hab das mit dem Gehand mit den Bauern gehandelt, habe dadurch Emeralds, also Smaragde bekommen. Und habe dann mir dieses Schwert bei dem Waffenschmied gekauft. Ja, das Ding hier hinten werden wir wahrscheinlich nochmal wegmachen. Das muss ich noch woanders hinsetzen. Aber es wird dasselbe Prinzip bleiben. Aber ich habe mir für die Folge heute eigentlich vorgenommen, lasst uns mal eine kleine Reise beginnen. Ich würde denken, wir fahren mit dem Kistenboot, was ich mir auch für die Folge gemacht hatte, einfach mal am Ozean entlang. Zack, rein hier und los geht's. Wir brauchen verschiedene Rohstoffe, die wir hoffentlich finden. Ich brauche dringend Schwarzeichenholz. Damit lässt sich vortrefflich bauen. Wir brauchen noch ein paar Gesteine vielleicht. Oder vielleicht finden wir ein anderes Dorf. Wir brauchen ja auch noch zum Beispiel Rüben. Hatten wir Rüben? Ich glaube Rüben. Ja, Rüben bräuchte man noch und rote Beete brauchen wir auf jeden Fall, weil die Bauern sich da auch dafür interessieren und diese Produkte dann handeln oder mit sich handeln lassen. Ja, in der Richtung war ich schon mal unterwegs. Noch läuft die Aufnahme. Noch funktioniert es. Ich hoffe, es bleibt so. Die Landschaft hier ist wirklich wunderschön, hier die Steilküste. Also wir haben echt Glück. Und dann haben wir hier vorne ein Boot, was ich gerne ausräumen würde. Da muss ich aber noch hinkommen. Das kommt jetzt bald. Hier haben wir den großen Ozean mit ein paar Inseln. Das ist nichts Aufregendes. Die Ozeane sind in der Erfahrung recht groß. Aber das kommt immer darauf an, welchen Seed ihr verwendet. Ich habe mir hier einen zufälligen Seed erstellen lassen. Also die Welt ist wirklich komplett unbekannt. Was das für ein Seed ist, wenn ihr das mal nachspielen wollt, wenn da Interesse besteht, den kann ich euch gerne geben. Hier war das Fichtenbiom und da vorne haben wir es schon. Da ist ein Boot. Hier ein Fichtenbiom, auch mit großen Fichten. Hier kann man viel Holz rausholen. Und hier liegt ein Boot. Da machen wir uns jetzt mal dran. Und da ist wohl auch eine Kiste drin. So. Raus hier. Jupp. Die Axt. Und da ist die Kiste. Und da haben wir ein bisschen Eisen. Sogar ein paar Smaragde. Ja, so eine kleine Schatztour. Das ist schon cool. Weiter geht's. Zuckerrohr haben wir angebaut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So verläuft noch. Ja, funktioniert noch. Wenn er dann wieder ins Stocken kommt, dann wird es gefährlich, dann wird es kritisch. Aber zurzeit funktioniert es noch. Das ist nur eine Bucht, wenn ich das so richtig sehe. Also wir müssen dann hier drüben weiter. Ja,
wieder ein schöner Berg dort hinten. Wunderbar. Ich muss immer hier rüber gucken, weil da ist mal jetzt wieder Monitor, auf dem ich dann sehe, ob das kleine Bild unten rechts stockt oder nicht. Aber man merkt es eigentlich auch schon im Spiel, wenn es der Fall wäre. Ansonsten ist nicht viel los, also draußen schneit's oder hat geschneit, es liegt Schnee, es ist eisekalt. Ich habe heute früh mal aufs Thermometer geguckt, minus 10 Grad. Ist ja schön. Und hier haben wir ein Nedertor. Jawoll. Schön. Also bis hierher bin ich schon mal gefahren. Hier werden wir jetzt nichts finden, was sich ausräumen lässt. Oder habe ich. Doch, habe ich drin gelassen. Cool. Also, an Nedertoren findet ihr immer so eine Kiste, also in den meisten Fällen zumindest. Und normalerweise hier oben in der Mitte ist ein Goldblock. Und dieser Goldblock ist hier allerdings nicht, auch wie die Kiste eigentlich nur optional ist. Also es muss nie, aber in den meisten Fällen ist sie da. So, dann nehmen wir das rüber. Alles, was wir hier finden, auch dieses Feuerzeug, da müssen wir uns dann später mal keins machen. Und wenn wir zwei haben, ist auch gut. Und da können wir dann schon mal hier in unserem Boot Sachen reinlegen. Sachen, die wir gesammelt haben, die wir jetzt nie unbedingt brauchen, können wir alles in das Boot schmeißen. Na, den vielleicht nicht. Und weiter geht's. Also jetzt betrete ich wirklich Neuland. Und es fängt wieder an, ein kleines bisschen zu ruckeln. Das kann auf der einen Seite natürlich daran liegen, dass der jetzt eine neue Welt erstellt. Hier geht ein Flusslauf rein. Würde ich aber jetzt nie hinmachen. Ich würde einfach auf dem Ozean bleiben. Kann also daran liegen, dass der Rechner zu viel zu tun hat, weil er eben die Welt nebenher noch erstellen muss. Denn wie gesagt, weiter war ich noch nie. Jetzt wird es spannend. Auch wieder für mich. Hier geht es auch wieder bloß in eine Bucht. Und immer wieder so kleine Inseln hier schön, wo wir was draufsetzen könnte. Ein Leuchtturm oder ähnliches. Ja. Also ein Dorf wär wirklich sehr, sehr schön. Übrigens, es ist ja nicht morgen, aber es ist nachmittags und ich habe mir einen Tee gemacht. Tee ist auch immer sehr lecker. Und gerade wenn es so kalt ist, ne? Wenn einen die Kälte in jedes Glied, naja, das klingt komisch, in die Glieder fährt, dann ist so ein heißer Tee sehr, sehr angenehm. So, oh, wir gucken bloß mal, ich weiß, ich will ja auf dem Ozean bleiben, aber guck mal. Da hinten geht der Ozean weiter und es ist bloß so eine Landzunge, die hier rausgeht. Mit wahrscheinlich so Brackwasser. So, dann nehmen wir das Schäufelchen in die Hand. Drehen uns mal. Und dann graben wir uns mal einfach durch hier. Hoppa. Und weiter geht's. Und das hier hinten war wirklich bloß die Landzunge. Hier wären wir rumgekommen. Und jetzt wird es schon wieder Abend. Die Sonne geht langsam unter, was wunderschön aussieht. Dank des Shaders. Der übrigens extra für die 1.19 ist, also für die Version 1.19. Den habe ich von dem Valance-Mitglied Alex bekommen. Schweine, eine Kuh. Ja, dann würde ich sagen, würden wir in dieser Bucht übernachten. Bevor hier die bösen, bösen Monster spawnen.
Schön, wie die Sonne untergeht. Sterne sind draußen. Dann Bett raus. Gute Nacht. Und guten Morgen. Und wieder beginnt ein glorreicher Morgen. Jedes Essen ist ein Bankett, jedes Gehalt ein Vermögen. Ich gucke bloß noch mal schnell hier hinter, ob wir hier nicht irgendwas finden, was uns interessieren könnte. Ein Frack vielleicht oder noch so ein Nedertor. Oder eben auch besondere Bäume. Nö. Oder ein Dorf, auch nicht. Wollen wir mal hier auf den Berg hoch, dass wir ein bisschen besser sehen. So, unseren Aussichtspunkt erklommen. Nee. Nix. Ich kann ja hier mit Optifine zoomen. Aber es ist nichts. Nichts, null, nada, niente. Also zurück zum Boot. Da oben? Auch ne. Gut. Au! Ah! Knöchel verstaucht. Ah! Ganz schlecht. Eichen, Eichen, sollst du weichen. Das ist so ein alter Spruch, den hat mir meine Großmutter beigebracht. Das ging damals um Gewitter. Und zwar hat die immer gesagt, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Weil eine Eiche wahrscheinlich mehr Wasser in sich trägt als eine Buche und wahrscheinlich auch eher an einer Wasserader wächst und besser wächst als eine Buche, die das nicht ganz so braucht, die nicht so viel Wasser braucht. Das sind so die alten Bauernregeln. Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen, ne? Um den Schutz darunter zu finden. Sollst du dich nicht gerade unter eine Eiche stellen, weil es kann sein, dass da der Blitz einschlägt und dann trifft's dich ja mit. Oh, auch dort hinten wieder die Berge. Ist das nicht schön? Wunderbar. Da muss ich sehen, dass ich hier eine schöne Melodie drunter lege. Ich hoffe, dies läuft schon. Oder fängt gerade an. Ja, ich könnte jetzt auch sagen, ich überspringe das jetzt und würde euch dann wieder dazu holen, wenn es was zu schauen gibt und was zu looten gibt. Ich gehe noch mal schnell hier hoch, um hier noch mal zu schauen. Ja, da hinten müssen wir rum. Das dahin sieht aus wie ein Schiff, ist aber eher eine Insel. Aber das werden wir dann gleich sehen. Und dort dieser majestätische Berg. Wunderbar. Weltkulturerbe. Upp, wo war mein Boot? Ja. Also Minecraft gehört eigentlich auch ins Weltkulturerbe. Das spielt die ganze Welt. Jeder hat Spaß damit. Oh, habt ihr das gehört? Das ist ein Delfin. Also wir werden jetzt von Delfin begleitet wahrscheinlich, ja. Ich höre sie. Ich sehe sie bloß nicht. Man sieht sie bloß dann, wenn sie springen. Ja. Da hinten war die Insel mit dem vermeintlichen Boot. Oder was ein Boot hätte sein können. Was aber wahrscheinlich wirklich nur eine Insel ist. Aber dieser kleine Pupsel davor könnte ein Boot sein. Läuft die Aufnahme noch? Ja, läuft noch. Also ihr drückt kräftig die Daumen, ich merk's. Jetzt scheint es zu funktionieren. Was ist da oben? Blumen, okay. Nee, also es ist wirklich nur eine Insel, die nur aussah wie ein untergegangenes Boot. Schade, schade, schade. Also wir machen das jetzt so. Ich würde jetzt einfach mal euch wieder dazu holen, wenn es was gibt. Also bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe was entdeckt. Und zwar da hinten. Hier ums Eck.
Ich weiß nicht genau, was es ist. Gucken wir mal. Ah, das ist ein Nether-Tor. Eins, was so halb im Wasser ist. Und was natürlich zerstört ist. Aber dort sehe ich den Goldblock. Also wir werden hier wirklich Gold erhalten. Cool, obwohl wir das natürlich auch in der Mine farmen könnten. Aber ja, warum nicht? Mal sehen, was es sonst noch so bietet. Und zwar, das machen wir damit weg. Und dann den. Ach nö. Dann auch noch du. Okay. Jetzt warten wir mal, bis er hochkommt. Kiste ist diesmal natürlich nicht dabei. Die wäre ja dann hier irgendwo unten. Aber ich kann so richtig keine entdecken. Okay, wir haben das erste Mal Gold, deswegen kriegen wir hier einen Bonus. Also Bonus, nee, eine Erfahrung bekommen wir. Zack, rein ins Bütchen. Und weiter geht's, würde ich sagen. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Oh, das war, wisst ihr, was das war? Das war hier unten dieses Magma-Gestein. Das zieht dich nämlich nach unten, wenn du drüber fährst. Das kann man sich auch zunutze machen, indem man Items oder einen selber nach unten ziehen lässt. Na, bei automatisierten Sachen, Fließbändern etc. Oh, schön. Jetzt würde ich trotzdem gerne mal noch hier hoch. Erst noch mal umdrehen, damit wir dann gleich wieder weiter können. Dass wir hier gar nicht lange. Ach. Na, wie gesagt, es gibt dieses Spiel, wo du mit F dein Menü aufrufst. Und deswegen drücke ich das immer. Jetzt fängt es an mit Regnen. Jetzt habe ich keine Weitsicht mehr. Hei, 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 hei. Schade, schade. Was ist das? Das sind nur Schafe. Pferde. Weiße Pferde, genannt Schimmel. Und ansonsten grau, nichts, also man erkennt nichts. Mist. Machen wir denn jetzt so ein Mist? Brauche ich nicht mein Boot? Immer um die Ecke gegangen, du dumm, verlaufen. Ich bin ne wahr halt. Na gut, machen wir weiter. Also hier ist auch ein riesiges zusammenhängendes Biom. Das ist nicht schlecht, das gefällt mir gut, dass die so nahe, so groß sind und nie so klein. Klein Ferzelsch, wie der Sachse sagt. Nie so klein Ferzelsch. Und ich glaube, jetzt wird es dunkel. Deswegen, schnell. Bett hin und hinlegen. Gute Nacht. Und am nächsten Morgen scheint die Sonne. Denn da hört es auf mit Regnen. Jawohl. Ich habe nämlich einen Wetterbericht gelesen. Ich habe hier einen heimlichen Wetterbericht in Minecraft. So. Also jetzt können wir noch mal gucken hier. Nee, war eigentlich nichts weiter. Mal sehen, wie lange sich dieses Biom noch zieht. Außer Kühe, Schafe, Schweine. Ist ja nicht viel. Pferde noch. Halt, was ist das da oben? Was lockt mich da hin? Es ist aber nichts, ne? Nee. Also wir würden es wieder so machen. Ich fahre einfach weiter, bis sich wieder was ergibt. Und sage, bis dann. Hier ist noch mal. Alter, guckt euch mal den Berg an. Ist das nicht herrlich? Riesig. Schon cool. Schon cool. So, aber hier eben noch nichts Neues. Da hinten baut sich die Welt auf. Ich habe ehrlich gesagt auf ein Dorf gehofft, was wir vielleicht hätten plündern können, um unser Dorf aufzubauen.
Mittlerweile ist ja doch schon eine ganze Strecke, die wir hinter uns gebracht haben. Könnte mal was auftauchen. Oder wenigstens ein Biom, wo wir neue Holzarten finden. Das ist da oben. Ja, da liegt Schnee. Das ist ein Schneebiom. Winterliche Eindrücke. Ja. Hatte ich euch gesagt, dass es draußen kalt ist? Minus 10 Grad. Uah. Also. Nix. Da ist was Gemauertes, oder? Nee, hat getäuscht. Mäp. Also dann, bis nachher. Ich spaddel mal weiter. Ciao. So, Leute, es ist soweit. Ich habe Schwarzeichenholz gefunden. Die roten Punkte haben es verraten. Und zwar sind die roten Punkte Fliegenpilze. Riesige Fliegenpilze, die hier im Schwarzeichenbiom wachsen. Cool. Und da werden wir uns natürlich jetzt mal an die Lumpen lassen. Und mal so ein Schwarzeichen. Hölzchen weghacken. So. Wir müssen halt alles wegnehmen, damit die Säpplinge, die spawnen können. Was ist jetzt? Hallo? Oh. Läuft die Aufnahme noch? Ja, die läuft noch. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Irgendwas ist ja komisch. Eigentlich will ich ja das Holz gar nicht mitnehmen. Mit dem will ich mich eigentlich gar nicht belasten. Denn ich brauche echt nur die Säpplinge. Ich kann aber auch keinen halben Baum hier stehen lassen. Das bringe ich auch nicht übers Herz. Das muss halt alles weg. Ich bin dem doch ein Nerd. Ja, Schwarzeisenholz brauche ich für die Hafenstadt. Das ist so ein bisschen na, dunkel, verwittert, ne? In Öl getränkt, mit Tran bestrichen und geteert. Na, das hat so ein bisschen so ein Touch von alt. Das ist schon der zweite Baum hier, oder? Ja. Aber da hängt natürlich noch am ersten. Also das Laub hängt noch am ersten. Deswegen so schnell wie möglich jetzt hier mal das Holz wegmachen. Tri-tadel-dum, oh. Der Holzfäller geht um, oh. Ein bisschen verrückt muss man schon sein. Um in meinem Alter noch Spaß an sowas zu haben. Na, da haben wir es gleich geschafft. Und jetzt lass mir nicht nur drei oder vier so eine Setzlinge droppen, sondern mal acht Stück oder so. So, derweil werden wir weiter abholzen. Upp. Oh, hier ist auch noch. Das muss auch noch weg. Oh, gerade so bis hochgekommen, du. Glück gehabt. So. Tum, 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 tum. Und du bist eine Eiche. Eiche. Ja, muss auch weg. Wir nehmen am besten alles weg hier ringsrum. Auch wenn wir das Holz jetzt nicht unbedingt brauchen. Und jetzt nochmal den Pilz. Das geht relativ schnell.
Sehr schön. Ach, geht auch mit der Hand. Ach, hätte man auch mit der Hand machen können. Ja, gut, okay. Pilze braucht man, glaube ich, für eine Pilzsuppe. Moment. So. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber mein Fernseher hat sich gerade gemeldet. Weil ich habe nicht einen Monitor, sondern ich habe tatsächlich einen Fernseher als Monitor. Und hier haben wir den ersten Saftling. Jawohl! Und hier nochmal zwei und drei. Ja, wunderbar. Die Schwarzeiche hat sich nicht lumpen lassen. Naja, siehst du, da hat sich's doch schon mal gelohnt. Nee, nee, reinsetzen. Halt. Ich wollte eigentlich nur in das Menü und die Sachen, vor allen Dingen die Säpplinge. Ah, oh, schon 9 Stück. Wunderschön. Dann Goldblock noch rein, das noch, die Pilze, den Apfel. Und hier ist auch noch einer. Da haben wir schon 11. Uah. Und 12, damit können wir 3 Bäume setzen. Weil du brauchst immer 4 Säpplinge, um einen Baum zu setzen. Ja, es wird dunkel. Da würde ich meinen, wir übernachten noch hier. Gucken noch mal so ein bisschen hier in die Ferne, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Ne, braune Pilze noch. Nee. Nichts Besonderes, also Bett aufstellen. Und dann warten wir mal, bis die Sonne verschwunden ist. Dass wir uns zu Bett, dass wir zu Bett gehen können. Schön, schön. Na, da hätten wir das erste Material schon mal da. Mussten aber auch weit fahren. Tatsächlich. Gute Nacht. Und guten Morgen. Ja. Ziemlich weit. Dann nehmen wir jetzt noch die letzten mit, die hier eventuell, jawohl, noch runtergekommen sind. Wunderbar. Hier noch einer, da noch einer, da noch einer. Rein ins Boot. Machen wir das Menü auf und tun den Rest auch noch reinschmeißen. So. Und weiter geht die wilde Fahrt. Da hätten wir das erste Material. Sehr schön. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Dorf oder vielleicht noch ein ganz anderes Biom, um noch mal anderes Holz zu kriegen. Also wir haben Eiche, wir haben Birke. Wir haben jetzt Schwarzeiche. Wir haben Fichte. Wir bräuchten auf jeden Fall noch Akazie. Vielleicht finden wir noch ein Sumpfbiom. Das wäre auch cool. Da gibt es nämlich diese. Ah, wie heißen sie denn? Diese neuen Bäume. Die haben auch ein schönes Holz und vor allen Dingen so ein Wurzelwerk. Aber da jetzt nicht viel los ist, sag ich mal, ich bruder mal alleine weiter. Bis später. Und da ist es. Guckt euch das an. Eine Menschen. Durch Zufall gefunden. Also ich glaube, dass das eine Menschen ist. Das ist ein Gebäude, das eigentlich früher nur im Schwarzeichenbiom gespawnt ist, entstanden ist. Wo es ordentlich Loot gibt. Da gibt es zum Beispiel auch dieses Totem, wo man nicht stirbt, wenn man das in der Hand hält. Da verschwindet dann zwar, wo man normalerweise gestorben wäre, das Totem, aber man lebt noch. Ich glaube, ich habe mich jetzt etwas kompliziert ausgedrückt. Wir gehen bloß mal gucken. Ich will bloß mal gucken gehen.
Ich muss mich ja sehr vorsehen, weil das sind böse Männer drin. So ähnlich wie die Pillager. Diese Bieter-Bieter-Biesen. Pillager, wo ist denn hier der Eingang? Ja, das sieht wirklich aus wie eine Menschen. Das ist auch eh, ne? Ja, ich höre sie schon. Hört ihr sie? Und ja, da gibt es diese Axtmenschen. Da vorne ist der Eingang. Und die sind so gefährlich. Hehe. Aber ich glaube, hier will ich jetzt nie rein. Wir machen mal Folgendes. Ich schreibe mir mal die Koordinaten auf. Und die würden wir dann machen, wenn wir besser gerüstet sind. Hey Biene! Also das ist wirklich selten, dass man sowas aus Versehen findet. Normalerweise lässt ihr da vom Kartografen eine Karte mit dem Standort geben. Und wir haben es jetzt einfach mal so gefunden. Cool, coole Sache. Aber eben nichts für jetzt gleich, sondern für später. Ich schreibe mir das mal auf. Wo ist mein Füller? Ja, Füller. Ich schreibe wirklich mit einem Füller. Ich habe hier einen Zettel angelegt, auf dem ich wichtige Sachen notiere, wie zum Beispiel unseren Standort. Und hier haben wir die Menschen. Das ist minus 2107, wo ich jetzt stehe. Mal, da brauchst du nur die zwei Werte. Der mittlere Wert ist die Höhe. Plus 1608. Das reicht. Höhe ist ja klar. Die Oberfläche halt. Kann man das wieder wegmachen. Und dann würde der kleine Butterfinger sich für heute verabschieden. Hat mich sehr gefreut. Vor allen Dingen, dass hier die Aufnahme durchgehalten hat. Und ich sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.